Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwergenfreunde bei Dwarf Fortress. Ja, wie immer mein Standardspruch, es gibt viel zu tun. Das ist auch so. Wir haben nämlich gerade mal eine Farm am Laufen, die uns Plumpermits beschafft. Wenn wir mal kurz gucken, wie viele wir davon schon haben. Plumpermits 26, ist nicht viel. Das restliche Zeug ist auch nicht gerade viel, aber wir haben zum Glück noch etwas an Alkohol übrig. Dafür haben wir, glaube ich, kein Plumpermit-Spawn mehr. Nein, nur Dimple-Cup-Spawn. Wir haben Pigtail-Seeds. Wir haben... Das müssen wir als nächstes anbauen. Pigtail-Seeds. Die werden nicht verkocht, genau. Wenigstens gibt es langsam Übersicht in unsere Küche. Prickleberry Seeds können verkocht werden. Die auch, die auch. Dimple Cup Spawn. Cave Weed sollte nicht verkocht werden. Genauso wie für Dimple Cup. Sweet Pot Seeds auch nicht. Gut. Wagnuts genauso wenig. Plum Permits auch nicht. Das soll alles verbraut werden. Gut. Und ja, ding, 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 wir haben endlich mal Zwergennamen. Und zwar haben sich vier Freiwillige gemeldet, die unbedingt... Sind es vier? Ja, es sind vier. Vier Freiwillige gemeldet, die sich unbedingt umbringen lassen wollen. Der erste ist, unser General ist vergeben. Und zwar ist das ein Bekannter von mir, also den ich mehr oder weniger persönlich kenne. Der hatte auch ein bisschen Langeweile bei der Namensgebung, wie man sehen kann. Der hatte nämlich die tolle Idee, wir nennen unseren General Quinctilius. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Also, wer die Kommentare verfolgt, das ist der gute Samuel Hellscream, wenn ich seinen Namen jetzt auch richtig ausgesprochen habe. Ich hoffe es mal. Und ja, der hatte die Idee, mir einen Vor- und einen Nachnamen zu geben, aber ich kann ja nur Vornamen festsetzen. Deswegen konnte ich nur den Vornamen jetzt vergeben. Ich hoffe, das ist für dich in Ordnung. Ansonsten hast du Pech gehabt. Ja. Dann haben wir noch unseren Koch, unseren ersten Koch, das ist jetzt der Piggledy. Der darf jetzt passend zu seinem Namen Schweine verarbeiten, wenn wir mal welche haben. Unseren ersten Mason habe ich Joker genannt. Ja, weil mich mein Mason sowieso immer wieder ärgert, weil er ständig am Schlafen ist, anstatt Mauern zu bauen. Passt das ja perfekt da rein. Also, viel Glück, Joker. Und ein etwas weniger origineller Name, aber es war so gewünscht. Beziehungsweise es war gewünscht, dass ich einen meiner Chris nenne, aber da ich keine direkten Miner habe, ist Chris jetzt unser Mechanik geworden. Also ihr vier könnt jetzt die Augen offen halten, wie lange eure Zwerge überleben, wann ich sie ersetze. Okay? Gut, dann wollen wir mal weitermachen jetzt mit unserer Planung. Wo waren wir überhaupt? Naja, wir sind dabei, hier unten alles Mögliche auszuhöhlen. Und dann weiterzusehen. Okay. Gut. Hier ist auch alles schon mal soweit bekannt. Wir müssen auch demnächst gucken, dass wir hier die Baracken aushebeln. Gucken wir mal kurz, was im Manager noch alles so gemacht wird. Ja, wie gesagt, der Mason stellt doch jede Menge Zeug her, während auch noch Barrels hergestellt werden. Okay, lassen wir einfach mal weiterlaufen und die Zwerge schaffen. Was? Während ich ja immer noch darauf hoffe, dass das allerletzte Feld hier noch mit Wasser geflutet wird. Sieht aber soweit vielversprechend aus. Die Zwerge rennen mit Eimern rum.
Ja, wenn sie da hinten hingießen und es nicht mehr verdunstet da hinten, klappt das vielleicht sogar auch noch mal. Hoffentlich. Bald mal. Ja, ich gucke schon wieder zu sehr nach dem Wasserloch hier, merke ich gerade, aber das muss halt mal sein. Weil viel mehr kann ich nicht machen, während ich warte, dass meine Miner. Oh, wir haben Frühling. So, wir haben Frühling, das dritte Jahr ist angebrochen. So, hier unten wird langsam Stein gestapelt. Gut. Das Feld da oben fehlt immer noch. Wie sieht es da mit Zonen eigentlich aus? Sieht eigentlich ganz okay aus, was die Zonen angeht. Das Problem ist, das ist das hinterste Feld, da kommt man nicht so leicht hin. Item misplaced. Stray Roster haben wir bekommen, also einen Hahn. Und Frühling ist angekommen. Ja, wir warten immer noch darauf, dass da langsam mal was passiert. Aber so wie es aussieht, wird das Wasser irgendwie nicht in diese Richtung sich verteilen. Komm, verteidig dich doch da oben, bitte. Muss ich da wieder irgendwie nachhelfen? Das wäre doof. Aber scheint so, ja, dass ich da nachhelfen müsste. Also Building, CF. Und das war die falsche Ausrichtung. So lang. Genau. Habe ich noch Blocks? Ja, habe ich. Dann bauen wir da mal eine Verbindung. Und wenn wir schon mal dabei sind, brauche ich auch gleich hier unten eine. Ich könnte das natürlich auch mit Brücken machen, fällt mir gerade so ein. Und dann die Brücke an einem Stück wieder abreißen. Geht das zufällig? Bridge? Ach nee, das ist Bett. Nee, nee, ich experimentiere damit lieber mal nicht rum. Ich mache mir lieber die Mühe und so. Bau hier nochmal Floors für die Ecken. Ja, das war falsch. So. So. Und in der Zwischenzeit remove ich diese Zonen hier mal. Die brauchen wir nämlich nicht mehr. Keine davon. Wir brauchen nur ein einziges Mal. Ups. Wasser darunter gießen in die Ecke. So. Keine Zone mehr aktiv. Dann warten wir, bis da alles aufgebaut wurde. Ist irgendeiner meiner Masons schon an der Arbeit?
Der macht Walkthroughs und die anderen Masons machen Pause. Okay. Gut. Da scheint irgendwer seine Klamotten liegen gelassen zu haben. Ach nee, das sind die Throne, die auf Abholung warten. Was machen meine Miner, die Minern? Wo meinen sie denn? Ach, hier oben. Ja, da könnt ihr auch ruhig mal fertig aushöhlen. Ist eine gute Idee. Und sobald das erledigt ist, sobald also die Mining-Aufträge alle verteilt sind, ist es an der Zeit, dass wir oben die Baracken aushöhlen. Hier habe ich ja gesagt, hier kommen nur Steine rein dann. Dann kann ich den Steinstockpile hier oben auch mal abreißen. Und ich habe 21 Idlers. Auch toll. Ich frage mich immer noch, warum ich hier keine... Ach, ich weiß, wahrscheinlich habe ich keine Bags über, oder? Ich glaube, für solche Samen braucht man keine Bags. Ich kapiere es nicht ganz. Hier liegen Steine rum und hier liegen alle Seeds verteilt auf dem Boden rum. Seed Barrel View. Ja. Finde ich komisch. Ist aber halt so. Was sagen meine Vorräte? Die sehen okay aus. Haben wir schon wieder... Nein, wir haben ja noch keine Plump Helmets. Ja, den Steinstockpile sollten wir wirklich demnächst abreißen und alles hier runter verlagern, damit da meine Küchen und meine Brauereien endlich hinkommen können. Wie sieht mein Refuse oben aus? Da liegt nicht viel. Wir haben schon wieder Krähen. Und wir haben Angler, okay. Und Lungenfische. Haben wir sonst irgendwas anderes noch auf dem Feld? Nö. Toten Schwarzbären haben wir. Ja, meine Jäger waren fleißig. Ich merke schon. Oh, wenigstens geht die Konstruktion der Floors endlich mal voran. Auch wenn es nicht gerade die Floors sind, die ich gern hätte. Ich hätte nämlich eigentlich erstmal gerne das Ding da oben fertig. Und ja, ich denke mal, die Stege reiße ich dann ab, wenn alle Felder fertig sind. Dann kann ich die nämlich peu à peu abreißen. Also immer hier Aufträge geben und hier Aufträge geben und dann ist gut. Hier wird immer noch frei gemacht, hier auch. Oh mein, mir fällt gerade ein, mein Waffenschmied ist ja immer noch... genau, bewusstlos. Ich hoffe, bei den hast du jetzt nicht ins Koma versetzt. Hä? Ist er jetzt aufgewacht oder habe ich was verpasst? Nein, er schläft noch. Hä?